sind jetzt hier oben an der Holler Schutzhütte. Wir konnten endlich den Erlebnis-Lehrpfad eröffnen. 3,5 Kilometer gespickt mit einzelnen Gimmicks zum einfach ins Panorama schauen, zum Lehren über Bären, über Vögel und so weiter, die über QR-Codes bestimmte, die Stimmen abrufbar sind, Rezepte sind abrufbar. Wir haben hier oben ein Stück eingesät über den Biohof Singhof Färberwald, also im Grunde den Urnamensgeber unseres blauen Ländchens. Wir haben hier einen Rundweg geschaffen in der Form von einem unendlichen Bereich. Also man kann ja immer wieder rund gehen in alle möglichen Richtungen. Die Panoramaschaukel des Bauhofs und ja, von daher glaube ich eine runde Sache im wahrsten Sinne des Wortes. Wir freuen uns, dass wir hier einen neuen Weg haben, der sowohl touristisch als auch lehrreich ist. Wir hoffen, dass Schulen und auch die Kitas das annehmen können, um bestimmte Projekttage zu machen. Der Weg ist so konzipiert, dass er auch immer wieder erweiterbar ist mit weiteren Gimmicks und entsprechenden lehrreichen Tafeln. Bedanken möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei der Projektgruppe rund um die Ursula Nete, der Wolfgang Villmann, die Anke Hauswirt, die Elvira Hofmann, die von Urlaubswelten, die Tanja Hannisch und auch die Annika Prüfer. Und natürlich bei meinem Bauhof, der das Ganze hier auch tatkräftig unterstützt hat, genauso wie den Künstlern und Handwerkern, die hier bestimmte Dinge gemacht hat, wie den Panoramatisch oder auch hier das Klangspiel hier auf dem Holler. Ich hoffe, es kommen viele Besucher, viel Spaß dabei und ja, es lohnt sich. Es hat sich eine tolle Gruppe gefunden, die diese Wanderwege mit Begeisterung mitentwickelt hat, dass die Tanja Hanig von Urlaubswelt, die sprudelt von Ideen und so, das war wie wenn man einen Deckel aufgemacht hätte, was sie alles schon für Ideen hat und Möglichkeit gesucht hat, das zu realisieren. Wir sind jetzt eine sehr schlagkräftige, arbeitsfreudige Gruppe geworden und haben noch mehrere Projekte vor.